wäre mal eine lustige Idee. So, das lassen wir noch ein bisschen purzeln. Ja. Wir haben leider schon alles weggerupft. Eins, zwei, drei, vier. Dann könnte man eine Lampe hinsetzen. Eins, zwei und drei und vier. Ein Lämmchen. Jetzt dürfte hier schon mal nichts mehr spawnen. Ich denke mal, hier wird jetzt nichts spawnen können, weil sieht er ja selber. Das ist einfach mal zu dicht beieinander. Irgendwo ist ein Schwein. So. Nein! Komm her! Ah, schön. Vier und... So. Schon wieder doof gezielt. Gut. Da setze ich lieber hier einen doppelten, also so ein, ne, zwei hin. Weil es einfach passt. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Spawnrate verringert. Ey, das gibt's nicht. Guckt euch den an. Weg von meinen Dorfbewohnern. Ich schlag euch den Kopf ein. So. Miesen Viecher, ey. Unglaublich, die Biester. So. Das Man und Moon ist echt anstrengend von den Viechern. Also, wenn euch das zu laut ist, dann macht das einfach, haha, leiser. So. Und so. Das macht dann schon mal ein bisschen mehr wieder. Zum Glück habe ich Hilfe. Ja, wer sich gerade wundert, so, hä, zum Glück habe ich Hilfe. Ich habe gerade überlegt, wo ich das hinpacken kann. Das habe ich gesehen, ach, oder mir wurde gezeigt, das alte Fleisch, das muss man nicht mit sich rumschleppen. Kann man natürlich, wenn man da einen gewissen Fetisch für hat. Aber da mir dieser fehlt, lassen wir das einfach mal. Zack. Gut, jetzt muss ich natürlich hier gucken. Wo fängt dann... Ah, hier können wir nicht ganz so weit arbeiten. Gut. Obwohl, ein Stück könnten wir, glaube ich, noch. Ah, das müssen wir bestimmt wieder rausreißen, weil... Warte mal, ich guck mal kurz da hinten was. Weil ich will mich wissen, wie wir das hier gemacht haben. Und dann fehlt mir bestimmt ja genau dieser Stein dafür. So. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht. Mal kurz so, mal kurz so, mal kurz so. Zack. Das da müsste ja eine Stufe sein, weil das ist ja Kies. Warte mal kurz. Dann graben wir mal ein Stück weiter, bis wir auf den Kies treffen. Oder der Kies auf uns. Letzteres wäre... Warte mal, ich habe gerade wieder eine coole Idee.
möchte mal was ausprobieren. Wie es aussehen würde, wenn ich aus den da so eine Stufen, also so eine Stufe mache, also Treppen. Da war nichts drin, da war was drin. Also quasi das da, so klick, klick. Ah, das gucken wir aber später an. Hüpf. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. War das auch die richtige? Ja. Ab wann fällt uns... Was? Wie? Dann ist hier eigentlich der Kies, oder wie? Oder was? Oder wer? Oder wo? Hm? Da ist ein Zombie vor meiner Tür. Was macht ein Zombie in meinem Haus? Hallo? Wie ist denn hier reingekommen? Eins. Doch, auf den Schreck erstmal was essen. Sperrt immer bereit. Immer noch eins. Also, er ist schon mal noch da. Zwei. Zwei sind es immer noch. Drei, vier und fünf. Sechs. Ey, bitte lass jetzt kein gefressen worden sein. Sechs, sind immer nur sechs. Der bewegt euch nicht so viel. Sieben. Okay, sind noch alle da. Oha. Das war jetzt richtig, richtig knapp. Ich dachte, mir wären jetzt hier die Dorfbewohner weggeschnappelt. Mal, guck mal, wie viel Licht hier draußen ist. Unglaublich. Warte mal, wir können doch... Lass mal hier wirklich einen Golem hinstellen. Nicht so, sondern... War das so? Ne, das müssen wir hier voll machen, ne? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. So, was können wir opfern? Wir können Erde opfern. So, und dann brauchen wir nur noch einen Kürbiskopf. Ich glaube, wir haben noch genug, aber wir nehmen jetzt einfach mal einen weg. Okay, und wie machen wir die Erde weg? Haben wir jetzt gerade eine Hacke da? Nö. So, und jetzt holen wir uns noch mehr von unserem Eisen. Und dann stellen wir uns da einfach mal einen Golem hin. Und ich hoffe doch, dass der werte Herr Golem dann so nett ist und auf die guten Menschen aufpasst. Kein Eisen. Ich weiß, es hat jetzt gerade ewig gedauert, aber ich musste mich auch wirklich vergewissern. Also, da vielleicht? Nee. Das können wir noch mitnehmen. Wir lassen mal den Lehm hier. Feuerzeug bräuchte ich auch noch. Die Eimer lassen wir hier. Das vergesse ich eh wieder, dass da die Eimer sind, aber egal. Schon wieder Gestöhne. Ich will mitmachen. Also hier, ne, Zombie-Party. Draufhauen und so. Nicht, was ihr schon wieder denkt. So, den Sand packen wir mal raus. Und das kann man mitnehmen. Na, einmal Sand nehmen wir noch mit. Und den Pfeil lassen wir hier. Ja, und wir nehmen die Treppenstufen mit.
Wenn ich dann eine Lösung habe, wie weit ich da graben kann, dann fange ich damit an. Jo Mann, ich fange mit an zu graben. Irgendwann. So. Oh, wir haben. Ah ne, das ist eine Laterne. Okay. Dann das. Und wir schmeißen gleich mal irgendwelche Wehrlosen in den Ofen. Zack. Und zack. Und bauen wir noch mal was davon. Gut, und jetzt legen wir uns das mal hier hin. Ich habe da mal was vorbereitet. Weil ich möchte wirklich nicht, dass hier dieser komische, ja, Zombie-Virus unsere putzigen Dorfbewohner irgendwie niederrafft. Deswegen bin ich da immer sehr hinterher. Kamikaze! Cool. So, da müssen wir auch gleich wieder runter. So. Eins, zwei. War das so? Ich glaube, ich hätte jetzt eins zu viel gemacht, ne? Ha! Lebe! Lebe! Du! Lebe! Du sollst kämpfen! Wo kommt hier das Geräuchel her? Ich hätte jetzt gerne den Röntgenblick. Mir ein, die Falltür wollte ich gerne mal mitnehmen. Denn ich wollte damit ja die. Das kann ich dann wieder auflösen. Zack. Sind die Zombies hier in der Wand oder wo sind die denn? Hier ist ein Hohlraum in der Wand, kann das sein? Oh! Also ich würde jetzt nicht hingehen, ne? Nur so als, ach, deswegen mal dieses Gestöhne hier. So, sorgen wir gleich mal dafür, dass das nicht normal vorkommt. Boah. Oder kriege ich vielleicht den Kopf, wenn ich das so mache? Nö. Der sein können. Lass mich doch mal runter träumen. Und wir haben natürlich jetzt keine Erde dabei. Aber wir haben oben Erde. Und wir können hier ganz toll natürlich den Stein abbauen. Ach ja. Oder wir packen hier einfach mal ein paar Kerzen hin. Dann passiert sowas auch erstmal nicht. So. Ist er da bestimmt alle infiziert? Er bestimmt. Nee. Tausche Hirn gegen. Wenn das da irgendwie steht, dann immer, immer Nein sagen, Leute. Immer Nein sagen. Euer Gehirn braucht ihr noch. Der ein oder andere von euch. Nehme ich auch noch mit. Noch irgendwas? Kumpel, raus hier. Das ist ein gefährlicher Ort. Das ist in jedem Horrorfilm so. Irgendwo ist eine Kammer und da ist immer irgendein Vieh drin. Also raus mit dir. Oder willst du hier von dem komischen Mädchen eingefangen werden. So, hier drinnen kann ich spawnen, wenn das so aussieht.